Sehr aufmerksam, meine Damen und Herren. Danke. Vielen Dank. Diese Geste werden Sie in den letzten beiden Tagen häufig gesehen haben. Unser Kanzler auf seinem Parteitag mit seiner geliebten SPD in Nürnberg. Alles im Reinen. Sensationelle Quoten für ihn. Sensationelle Wahlergebnisse. Die Partei liebt ihn. Er hat alle mitgerissen. Und ich muss es an dieser Stelle einmal sagen. Auch das verdanken wir unseren amerikanischen Freunden. Dass Parteitage aus Nürnberg mittlerweile live übertragen werden und nicht von Leni Riefenstahl gefilmt. Obwohl man sagen muss, irgendwo war doch diese Vertrauensfrage letzten Freitag auch ein Triumph des Willens. Parteitag in Nürnberg, das wäre mit Willi nicht passiert. Dass ein Parteitag in der Stadt abgehalten wird, wo es ab 22 Uhr nichts mehr zu saufen gibt. Haben alle SPDler Traumergebnisse erzählt auf diesem Parteitag? Nein. Rudolf Scharping, 58%. Das ist für SPD, die ja doch die traditionelle Arbeiterpartei ist, wo man einstimmig marschiert, ein dünnes Ergebnis, 58%. Aber ich glaube, er ist für uns alle der SPD-Vize der Herzen. Wirklich. Wie wird er reagieren? Gibt er auf? Nein. Wir alle wissen, Rudolf Scharping wirft nur das Handtuch, wenn ein Liegestuhl in der Nähe steht. Kaum könnte sich der Gerd, wie wir seine Parteifreunde ihn nennen, mal freuen. Und hier alles happy. Nein, schon wieder Ärger. Sein außenpolitischer Berater, Michael, oder wie die amerikanischen Freunde ihn nennen, Michael. Michael Steiner hat gesagt, adios. Ihm ist was Dummes passiert. Schauen Sie. Diese Politiker, auf denen so viel rumgehackt wird, außer bei uns hier, ja. In der Weltgeschichte fliegen die sich doch ein Gesäßteil ab. Für uns. Jetzt war Michael Steiner in Russland, flog zurück, die Maschine musste zwischenlanden. Haben denn unsere Politiker keine Maschinen, die das nonstop schaffen? So wie wir nach Bangkok? Also, die musste zwischenlanden, die Maschine. Die musste zwischenlanden, die Maschine. Und was wünscht man sich auf dem Rückflug von Russland? Kaviar. Der sitzt also relaxed in seiner Maschine und sagt, prima Kaviar. Ja, soll er Leberwurst essen oder was? So, das klappt irgendwie nicht. Was sagt er dann zu dem Soldaten? Arschloch. Prima Kaviar, du Arschloch. Das wird ihm negativ ausgelegt. Ja. Wirklich, wirklich. So sensibel sind wir mittlerweile. Ja? Es ist juristisch eindeutig geklärt. Man darf nicht sagen, Soldaten ist ein Arschloch. Man darf nur sagen, Mörder. Das ist erlaubt. Und ich habe diesen Satz, Kaviar, ihr Arschlöcher. Irgendwo habe ich den schon mal gehört. Ja. Kaviar, ihr Arschlöcher. Und da ist mir eingefallen, das war meine Antwort auf unsere letzten Weihnachtsfeier, als die Mitarbeiter gesagt haben, Chef, was klebt denn da bei dir auf dem Tanga? Dann der große Reinstecker des deutschen Tennis, Boris. Auch schon wieder Ärger. Ist mal nach Monaco gezogen, früher. Jetzt will unser Fiskus von ihm 33 Millionen Mark Steuernachzahlung plus die Zinsen. Wir werden es noch erleben, wo wir hinkommen mit diesem Land, wenn wir unsere Götter so behandeln. Knast droht ihm. Im schlechtesten Fall bis zu 10 Jahren. Eine völlig neue Bedeutung seines Satzes, ich bin drin. 10 Jahre! Es drohen im schlechtesten Fall bis zu 10 Jahren Haft, allerdings werden die 7 Jahre mit Babs angerechnet. Helmut Zellert and new drums! Großartig!
großartiger Gast heute Abend, meine Damen und Herren. Mein persönlicher Held seit dem WM-Finale 1974 in München. 74 in München, als er einfach die Nerven behalten hat und BANG! Diesen Elfmeter reingehängt. Heute Abend mit aktuellen Erkenntnissen Nationalmannschaft Bayer Leverkusen, 1. FC Köln, Paul Breitner. Antoine hat ein neues Schlagzeug. Echt? Ja, brandneu. Was ist der Unterschied zum alten? Das ist schön, ein modisches Braun. Neues Schlagzeug. Im Klang, glaube ich, kein großer Unterschied, oder? Aber wir können an dieser Stelle schon mal ankündigen, was wir demnächst hier bringen, nämlich den Antoine-Starschnitt. Ganz genau. Der absolute Wahnsinn, vor allem für Sie, meine Damen. Wir zeigen Ihnen das demnächst, wie das geht, im Internet. Antoine nackt. Soll ich schon mal zeigen? Nee, jetzt noch nicht, ne? Später vielleicht. Ja, genau. Und es ist wirklich, wir haben gedacht, wir müssen Sie auch mal, Sie nehmen das ja alles hier jeden Abend gelassen entgegen, aber es muss auch mal was fürs Auge, ja. für die Sinne. Antoine, nicht direkt nackt, eigentlich noch viel besser als nackt mit so einem Lendenschurz. Absolutes Wahnsinnsfoto. Ja, obenrum nackt, so das Sixpack kommt raus. Der Sixpack kommt raus und diese absoluten, durchtrainierten, ohne zu viel zu sein, Atlantik-Surfer, französischen Brustmuskeln, das ist der absolute Wahnsinn. Für Sie zu Hause, Sie können sich das aus dem Internet runterladen. Sagt man runterladen? Ja, aber jetzt noch nicht. Also jetzt erst, noch nicht. Erst du bist auch im Internet, oder? Ja, ja. 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 Herrn Ander können Sie auch runterladen. Das können wir jetzt schon mal zeigen. Ja, das kann man mal zeigen. Aber ich habe mich zufällig gefunden. Ich wusste gar nicht, dass ich fotografiert wurde am Wochenende. Am Wochenende ist Herr Andrak einen, sind da deine Brustimplantate verrutscht oder was ist das für eine Geste? Nein, das ist, deswegen hat man eine Startnummer, damit korrekt die Zeit gemessen wird. Und kurz bevor ich da am Ziel war, haben die gebrüllt, Startnummer, weil die war so verweht. Die war umgeklappt und dann habe ich die richtig geordnet, so oben. Ach so. Das ist diese Geste. Das ist aber ein schnickes Höschen, was du da hast, oder? Ja, 10 Kilometer? 10 Kilometer, welche ja. Zeit? 48, 27. Persönliche Bestleistung, oder? Ja, 6 Sekunden unter der Bestleistung. Ja, aber immerhin. Herr Andrak läuft 10 Kilometer am Wochenende. Ich schaffe das nicht mehr. Du läufst nicht mehr auf dem Laufband? Doch, ich laufe natürlich noch auf dem Laufband, aber 10 Kilometer am Stück, das ist schon ganz enorm. Ich fahre jetzt Bahn und wir haben Post bekommen. Ja. Wir haben hier Post bekommen. Von der Bahn. Und zwar Herr Hans-G.Koch, Bereichsvorstand Marketing und Vertrieb, Unternehmensbereich Personenverkehr unserer fantastischen, sensationellen, beste Bahn, wo gibt. Weil Sie haben es erzählt, kürzlich habe ich gesagt, eigentlich müsste die Bundesbahn einen ICE-Stopp hier in Köln-Mülheim für uns einrichten. Und das geht nicht, schreibt mir Herr Koch. Aber trotz Ihres großen Verlangens, ich bitte Sie, nicht in Köln-Mülheim die Notbremse im ICE zu ziehen. Ich hatte das vorgeschlagen, je nachdem, was es kostet. Vielmehr schlagen wir Ihnen vor, an einem von Ihnen gewünschten Tag für Sie einen Ausstieg kurz vor der Aufzeichnung Ihrer Show zu ermöglichen. Natürlich ohne Anerkennung eines dauerhaften Halteverpflichtung für Köln-Mülheim. Das heißt, man würde den ICE an einem Tag anhalten für mich. Das, glaube ich, bringt mir große Sympathien bei den anderen Reisenden. Oder? Am besten mit Durchsage, meine sehr verehrten Reisende, die Sie die Anschlusszüge in Köln Hauptbahnhof nicht mehr erreichen. Außerplanmäßig stoppen wir heute den ICE Heiner Müller in Köln-Mülheim, damit Herr Schmidt aussteigen kann und nicht mit einem Taxi zu seinem Studio fahren muss. Ja! Blöde Arschloch! Danke, Herr Minister! Ja. Kaviar! Einmal! Würden Sie ihn anhalten. Und man bietet uns an, in Original-Lokführeruniform im ECE mitzufahren. Die Zeit haben wir nicht. Nee. Die Zeit haben wir nicht. Aber wir werden das prüfen und das wäre toll, in Abstimmung mit der Bahn einen einmaligen Sonderstopp hier an dieser Brücke in Köln-Mülheim. Köln-Mülheim ja. Übrigens ohne H vorne, nicht wie Mülheim an der Ruhr. Das ist auch ohne H vorne.
Schreiben Sie es auch vorne? Wie vorne? Köln-Mühlheim schreibt, Mühlheim an der Ruhr schreibt man vorne auch ohne H? Ja. Mit? Mit. Also ohne? Also natürlich. Mit? Das war doch meine jahrelange Eselsbrücke. Mühlheim an der Ruhr mit H vorne und Köln-Mühlheim ohne. Echt? Jetzt gucke ich mal bei Mühlheim. Also hier, das ist Mühlheim an der Ruhr online. Das ist deren Internetseite. Die werden ja wissen, wie sie es schreiben, oder? Guck mal. Ohne. Ohne. Und Köln-Mühlheim auch? Auch ohne. Beide ohne sozusagen. Das ist eine super Eselsbrücke. Also Wahnsinn. Beide Mühlheim ohne H. Vorne. Genau. Hinten natürlich schon, sonst wird der Mühlheim heißen. Ja. Mühlheim. Wir hatten schon das Thema Kaviar, wir hatten jetzt schon das Thema Arschlöcher. Kommen wir nun zum Bundespresseball, meine Damen und Herren. Dort war unsere Elite versammelt. Ja, natürlich. An diesem Wochenende. Kaviar zum Reinlegen. Ja. Und Riesenstimmung. Und unser wichtigster Politiker, der persönliche Vertreter der Harald Schmidt Show in der deutschen parlamentarischen Demokratie, Dr. Udo Brömme, war Ehrengast. Meine Damen und Herren, erleben Sie jetzt Dr. Udo Brömme beim Bundespresseball 2001 in Berlin. Total viele Promis, total geil hier, ey. Kommst du vorbei? Ja. Du auch. Okay, jo, mach, tschüss. Mach gut, tschüss. Jo, aber nicht so doll, ne? Tschüss, tschüss, tschüss. Entschuldigung, frische Hämorrhoidenoperation. Deswegen sind Sie. Oh, Entschuldigung, weil es blutet noch ein bisschen. Bitte besser. Danke. Man kann sich nicht aussuchen im Leben. Das war Dr. Udo Brömme beim Bundespresseball 2001 in Berlin. Man sieht es. Zu Hause in der Welt der Großen. Man hört ja oft über Prominente, der färbt sich doch die Haare. Mhm. Ja? Oder der hat doch ein Haarteil. Oder letzte Woche waren doch die Haare viel kürzer. Rangeschweißt. Und wir haben uns gedacht, entscheiden Sie selbst. Wir haben hier Fotos von Prominenten, von Ihren und unseren Lieblingen. Und wir machen das mit dieser basisdemokratischen Grundabstimmung hier im Studio. Wenn Sie der Meinung sind, die Prominente oder der Prominente haben nicht die Haare gefärbt, sind Sie bitte still. Seien Sie bitte still. Heißt es, sind Sie oder seien Sie bitte still? Sein. Seien Sie bitte still. Sein, 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 sein.
Stille wäre schön. Wenn Sie aber der Meinung sind, dieser Publikumsliebling hat die Haare gefärbt, dann rufen Sie bitte gefärbt. Ja? Wollen wir das einmal üben? Rufen Sie einmal bitte gefärbt. In der katholischen Kirche klappt das besser. Nochmal bitte, einmal gefärbt. Jawohl, so geht das. Ist das gut zu hören? Ja. Ja, das ist sehr gut zu hören. Fangen wir mal an mit einer unverbindlichen Empfehlung. Ich glaube, man kann nicht sagen gefärbt, es ist eine, es ist eine leichte Tönung. Eine leichte Tönung von Star-Figaro Udo Walz. Echt? Macht er das? Habe ich gelesen. Hat sie neu gestylt und neu beraten. Der sozusagen die Nummer 1 unter den Figaros in Berlin ist. Star-Figaro Udo Walz, neuer Typ, neue Frisur, eine leichte Tönung. Kommt nicht schlecht. Glaube ich nicht. Doch. Helmut weiß es. In der Probe hat er gesagt, sie wäre gefärbt. Ja, aber das sieht man ja auch schon an dem Bild. Wieso? Das ist am Haaransatz ist es dunkel. Ja, bei mir ist jetzt alles dunkel. Da fällt mir ein, du warst ja früher auch mal blond. Stimmt. War das auch gefärbt? Das war gefärbt, ja. Aber das hier ist, glaube ich, nicht gefärbt, das ist eine leichte Töne oder Strähnchen. Ja. Strähnchen. Ja, gut. Am Haaransatz dunkel, das ist aber, glaube ich, mit sehr viel Aufwand so gemacht. Ja. Gefärbt oder nicht? Ja, oder rausgewachsen. Ja, das kann sein bei all dem Ärger. Tote Katze, das ist es. Ja, gefärbt. Das ist doch nicht gefärbt. Hat sich grau gefärbt, du pechschwarze Haare. Das ist diese neue, dieser Silbertönungslook. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das ist so ganz was Spezielles. Rudi Völler färbt sich die Haare, natürlich. Ach komm. Echt? Nein, natürlich nicht. Der früher ergraut, noch als Spieler. Warum? Schon als Spieler. Ja, es lief doch immer gut bei ihm. Ja, aber es liegt manchmal bei den Genen, wenn man so früh. Tja, ich würde sagen, leichte Tönung. Da müssen die ersten graue Haare da sein bei einer Fraktionsvorsitzenden der Grünen. Das ist so eine Tönung, wo Pflanzen schon den Stängel verlieren, wenn sie nur die Tönung sehen. So viel giftige Chemie ist da drin. Unsere Flüsse könnten noch, da könnte man draus trinken, wenn die Grünen sich noch nicht so die Haare tönen würden. Das ist so, das ist da verstrahlt, das ist Atom. Atomschmotze ist das. Bestimmt Naturprodukte. Meinst du? Ja, von Spinnrad, sowas ganz Tolles zum Zusammenmixen. So. Nein, das gibt's auch, aber das zeige ich dir. Naturprodukte bei den Grünen sehen so aus. Das ist die klassische grüne Henna-Birne. Aber auch, habe ich gesehen, in Bayreuth und so durchaus so punkig. Violett und sowas. Ja. Aber natürlich umweltverträglich. Können die Grünen sich gar nicht leisten. Oh. Nein. Nicht gefärbt, absolut makellos blond. Mhm. Tja, wer ist jetzt das? Bela Reti, der großartige ZDF-Fußballreporter. Gefärbt oder nicht?
Ja, natürlich. Wirklich? Ja, guck mal, wie der aussieht irgendwie plötzlich. Ja, wie sah der denn vorher aus? Anders. Siehst du? Du tust ihm Unrecht. Guck mal, vergleich mal die beiden. Wer von beiden ist gefärbt? Muss ich mich da jetzt entscheiden? Oder? Ja, der Kanzler zum Beispiel hat auch jahrelang unter diesem Vorwurf gelitten. Der Kanzler hat nicht die Haare gefärbt. Definitiv nicht. Er hat, glaube ich, ein bisschen rangeschweißt vorne. Damit sie ihm bei so Debatten in die Stirn fallen. Ja? Aber der Kanzler ist nicht gefärbt. Und Bela Reti, das musste mal rauszukriegen sein. Wir wollten doch beim ZDF anrufen, ob er die Haare gefärbt hat oder stimmt, nicht. Genau. ZDF anrufen. Gefärbt oder nicht? Nicht gefärbt, hat er gar nicht nötig. Natur, natürlich. Naturhaare. Aber hallo. Nicht gefärbt. Männer seines Kalibers färben sich doch keine Haare. Würde alles verschütten. Gefärbt. Eindeutig. Ach, die sind doch nicht gefärbt. Müntefering hat normalerweise rote Haare. Feuerrote Haare hat er, glaub es mir. Hast du schon mal gesehen? Ja. Wann? Wo? Früher mal. Hier. Köln. Müntefering hat rote Haare. Der trägt privat einen roten Mäcki, glaub es mir. Ja, der ist nicht gefärbt, sondern hat eine Mütze auf, oder was? Ja. Das hat ihn der Medienberater geraten. Haben wir noch die Zeit? Ja. Die hatten wir doch schon. Ich wollte sehen, ob du aufpasst. Echt. Nicht gefärbt. Nicht gefärbt. Hat er überhaupt nicht nötig. Obwohl er Werbung macht für L'Oreal. Macht er das noch? Lange nicht mehr gesehen. Aber ja. Ich finde, das freut L'Oreal, wenn ich jetzt sage, Olli Bierhoff hat doch mal für L'Oreal Werbung gemacht. Ja. Mit dem Satz, weil ich es mir wert bin. Da haben die doch Millionen an den bezahlt, L'Oreal. Ja, natürlich. Ich habe ihn noch nie sagen hören, okay, ich treffe das Tor nicht mehr, aber ich mache Werbung für L'Oreal. Das könnt ihr doch mal sagen in dem Spiel, oder? Das kann man von mir nicht erwarten, dass ich auch noch ein Tor schieße, wo ich doch schon Werbung für L'Oreal mache. Deswegen sage ich das mal, eine anständige französische Weltfirma, ein Weltkonzern, L'Oreal, Olli Bierhoff hat für sie Werbung gemacht. Mich hat man nie gefragt. Wahrscheinlich, weil ich Schuppen habe. Deswegen nehme ich ja Terzolin. Tolles Mittel. Darf ich sagen, weil ich es kaufe? Terzolin nehme ich. Und ich sage es gern, warum? Weil es nichts hilft. Für die Anwälte. Ich schätze, dass jetzt 20 Anwälte ein Herzkasper gekriegt haben. Von Sat.1 und von Terzolin. Es hilft aber. Machen die Fernsehwerbung? Wer? Terzo oder wie das heißt. Mehr am Nachmittag. So im Umfeld von Bärbel Meiser und so. Und ich darf es mal sagen, weil das ist mit den Schuppen. Wenn ich Terzolin immer nehme. Was ist das für ein Zeug? Bei Haare waschen oder einfach nur so? Statt des Shampoos. 3 Minuten einwirken lassen, habe ich nicht die Zeit, werde ich zu hektisch. Ja? Mach es drauf, dann sind 3 Minuten rum, mach es wieder runter. Deswegen hilft das ja nicht. Und ich mache es unter der Dusche, das sollte man, glaube ich, nicht. Ja? Weil es läuft ja dieser ganze Schuppo brutal. Das ist ja, das sind ja schwerste Schwefelsubstanzen. Ja? Es gibt ja schon Leute, die kommen als Skelett aus der Dusche raus. Das läuft dir ja
am Körper runter. Man sollte es, glaube ich, ganz penetrant sich so übers Waschbecken beugen, dann 3 Minuten Einwickler, habe ich nicht die Zeit. Ja. Aber um nicht, Sie können die Anwälte, Sie können den Bogen noch mal rausnehmen aus der Schreibmaschine, macht man heute gar nicht mehr. Ja? Nee. Aber Sie können noch mal auf die Suchmaschine gehen im Internet. Wenn man es regelmäßig nimmt, hilft es. Aber es ist immer dieser Selbstbetrug. Weißt du, ich nehme es 3-mal, dann ist es weg. Sag ich, guck mal, es ist geheilt, das ist weg, sind Sie wieder da. Sag ich, heute brauche ich es nicht, weil heute habe ich einen hellen Anzug an. Plötzlich habe ich einen dunklen Anzug an, sieht man es wieder. Das ist vollkommen wahnsinnig. Und der Hautarzt, der Professor, hat mir gesagt, ja, Schuppen, genetisch bedingt. 15% der Menschheit haben es. Du kannst nichts machen. Denn Schuppen sind, medizinisch gesehen, und das wird viel, das sieht zu Hause schön sein, wenn Sie gerade vielleicht noch ein Brot zur Hand genommen haben. Medizinisch gesehen sind Schuppen ein kleiner Pilz. Ein süßer kleiner Pilz. Mit Terzolin ist es in den Griff zu kriegen. Oder auch mit Biprotal. Ich weiß nicht, wie das von Bayer heißt. Von Bayer gibt es das auch. Und wo es auch gab, früher mal Sebamed. Ach so. Ja, ich gab's mal. Ja. Lange Zeit. Habe ich dann aber nicht mehr genommen. War mir zu billig. So, jetzt ist eigentlich juristisch alles abgesichert, oder? Absolut. Kann man mich noch verklagen? Nein. Kann Terzolin mit Werbespot-Stop? Nein, um Gottes Willen, nein. Das ist ein so schweres Wort. Sag mal Werbespot-Stop. Werbespot-Stop. Werbespot-Stop drohen. Werbespot-Stop. 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 Wenn Firmen beleidigt werden, drohen sie häufig dem Sender mit Werbespot-Stop. Nicht so unsere Bahn. Die lässt den ICE extra halten. Sabine Christiansen ist hier gar nicht drin, obwohl sie auch von Udo Walz geföhnt wird. Aber tolle Frau, Bambi bekommen. Und zwar den wichtigsten, den Publikums-Bambi. Ja? Das Publikum musste abstimmen mit einer Telefon-Hotline, glaube ich, 4 Mark pro Sekunde Anruf. Und konnte anrufen und sagen, ja, ich möchte, dass Sabine Christiansen den Publikums-Bambi kriegt. Sonst drohen wir mit Werbespot-Stop. Und tatsächlich, sie hat gewonnen. Und sie freut sich so. Nicht wie unser eins, der die Preise irgendwo in seiner Hall of Fame stehen hat. Nein! Schauen Sie mal, wo Sabine Christiansen ihr super neues Schnuckel-Bumbi-Bimbo-Publikums-Bambi stehen hat. Deutschland zeigt seine uneingeschränkte Solidarität mit Sabine Christiansen. Während der ruchlosen Ehebrecherin Ulla Kockambrink nach und nach alle Shows aberkannt und ihr gemeinsames Liebesnest mit Theo Balz völlig unerwartet zum Kollateralschaden wurde, mausert sich die quirlige Ex-Duadess endgültig zum Liebling der High Society. Letzte Woche wurde sie dann mit der höchsten Weihe versehen, die das Showbusiness vorsieht. Nein, sie war nicht der dritte Gast in der Luderparade von Wetten, dass. Sie bekam ein Bambi verliehen. Und zwar von einem ihrer Lieblingsgäste, der PDS-Abgeordneten Petra Pau. Diesen Preis stellte sie in ihrer Sendung neben völlig unerwarteten Gästen wie Hertha Deubler-Gmelin, Jürgen Trittin, Friedrich Merz, stolz zur Schau. Immer und immer und immer wieder. Schön und gut, aber wie mag sich das arme Tier dabei gefühlt haben? Wir haben genau hingesehen. Pfui, Frau Christiansen, ekelhaft. Irgendwo hat auch die Solidarität ihre Grenzen. Mein Gast heute.